Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Sunscreen Sunday. Heute werde ich dieses neue Sonnencremeserum ausprobieren und euch in Aktion zeigen. Und zwar ist es das Garnier Invisible Serum Super UV mit SPF 50+. Und ich habe mir natürlich wie gewohnt das benötigte Gramm bereits abgewogen, das übrigens mindestens 4 kräftigen Pumphüben entspricht. Ich würde zunächst mein Gesicht mit meinem Gesichtswasser anfeuchten, weil sich dadurch die Sonnencreme ein bisschen besser verteilen lässt. Ich habe übrigens in meinem Shop die B-Ware wieder aufgefüllt. Falls ihr Interesse daran haben solltet, verlinke ich euch wie immer unten in der Beschreibung. Ich würde die Sonnencreme wie gewohnt in 2 Schichten auftragen. Und falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, das ist die Menge, die benötigt wird, um den deklarierten Schutz zu erreichen. Also 1 Gramm fürs Gesicht und auch 1 Gramm je Unterarm. Wenn ihr zu wenig auftragt, dann bekommt ihr natürlich auch weniger Schutz. Man merkt beim Auftrag auf jeden Fall, dass hier Alkohol, also Ethanol, enthalten ist, weil diese typische Verdunstungskälte entsteht und weil man es natürlich auch riecht. Aber ich finde, dass dieser Effekt hier deutlich weniger stark ausfällt im Vergleich zu diesem anderen Sonnenschutzprodukt von Garnier, in dieser rechteckigen Verpackung. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also dieses super flüssige. Und ich muss mich bei dieser Sonnencreme auch echt beeilen mit dem Auftrag, weil die super schnell antrocknet und einen Film ausbildet. So sieht das Ganze frisch aufgetragen aus und ich denke, ihr könnt ganz gut erkennen, dass das Finish absolut nicht ölig ist. Es ist zwar auch nicht komplett matt, aber ich würde es schon als hautidentisch, hautähnlich bezeichnen. Es fühlt sich auch jetzt überhaupt nicht schwartig oder super reichhaltig auf der Haut an. Nichtsdestotrotz spüre ich einen Film, der sich mit meiner Mimik mitbewegt. Da bin ich persönlich kein großer Fan von. Aber ich glaube, das hier ist mitunter eine der wenigen Sonnencremes aus der Drogerie, die kein ölig-schwartiges Finish auf der Haut erzeugt. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen der Sonnencreme und hier möchte ich als erstes positiv anmerken, dass keinerlei deklarationspflichtige Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung in der Formulierung zu finden ist. Das heißt, alle Menschen, die Probleme damit haben oder duftempfindlich sind, werden sich hier riesig freuen. Ich finde auch nicht, dass die Sonnencreme irgendwie einen spezifischen Eigengeruch hat. Sie riecht zwar im ersten Moment so ein bisschen alkoholisch, aber dennoch angenehm. Also sie riecht einfach leicht cremig. Allerdings muss man halt dazu sagen, dass hier eben vergällter Alkohol vorzufinden ist. Das heißt, alle, die eine super empfindliche Haut haben, müssen einfach schauen, ob sie mit diesem Produkt zurechtkommen. Ich persönlich komme mit dem Produkt wunderbar zurecht, obwohl meine Haut sehr schnell empfindlich auf viel Ethanol reagiert. Also ich merke das dann immer anhand dessen, dass die Haut brennt und dass so ein stechender Schmerz entsteht oder dass mir auch manchmal sogar die Augen davon tränen. Und hier war das definitiv nicht der Fall, weswegen ich absolut positiv überrascht bin von dieser Formulierung. Auch was die UV-Filter-Kombi angeht, habe ich nicht sonderlich viel zu meckern, weil die UV-Filter, die miteinander kombiniert wurden, sich gegenseitig unterstützen und stabilisieren. Außerdem ist auch noch feuchtigkeitsbindendes Glycerin in der Sonnencreme zu finden und Ceramid NP. Das ist ein Inhaltsstoff, der die Hautbarriere unterstützen kann. Der UVB-Schutz des Invisible Serums liegt bei mindestens 60, das heißt der UVA-Schutz liegt hier bei mindestens 20, da das Produkt ein UVA-Siegel trägt. Zusammenfassend muss ich sagen, dass diese Sonnencreme von Garnier kein wirklicher Favorit von mir wird. Das liegt aber unter anderem an meinem Hauttyp. Ich habe eine eher fettarme Haut und mag einfach auch dieses leicht pflegende
Und mir gefällt auch nicht der Film, der sich die ganze Zeit mit meinem Gesicht mitbewegt. Aber ich finde dieses Invisible Serum deutlich besser im Vergleich zu diesem Sonnenfluid von Garnier, wo ja auch der Ethanolanteil relativ hoch ist. Also da habe ich zumindest den Ethanolanteil sehr, sehr schnell gemerkt, weil das Produkt meine Haut super schnell gereizt hat. Das hat halt auch stellenweise gebrannt. Und wenn mir der Alkohol dann auch noch in die Augen gestiegen ist und meine Augen angefangen haben zu drehen, ja, dann war es halt komplett vorbei. Und hier ist das absolut nicht der Fall. Hier vertrage ich das Produkt auch ohne Probleme um die Augen herum und dementsprechend finde ich das deutlich besser und ich finde auch die Verpackung richtig, richtig gut, weil sich damit die Sonnencreme wunderbar dosieren lässt und ich muss auch sagen, dass ich sie mit Make-up ausprobiert habe, aber mit meinen persönlichen Präferenzen hat das Produkt nicht so gut funktioniert. Also ich musste immer wieder feststellen, dass sich die Foundation ganz komisch abgesetzt hat und dass das Ganze einfach nicht so gut und nicht so vorteilhaft aussah. Aber das muss definitiv nicht auf euch zutreffen. Und falls ihr eine eher ölige Haut habt, dann könnt ihr euch diese Sonnencreme definitiv mal anschauen. Das war's schon mit dem heutigen Sunscreen Sunday. Ich hoffe sehr, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat. Und falls ihr diese Sonnencreme bereits ausprobiert habt, dann teilt eure Erfahrungen doch gern unten in den Kommentaren. Und wenn ihr euch auch noch den letzten Sunscreen Sunday anschauen möchtet, dann klickt einfach hier drauf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.